Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Man muss wahrscheinlich nicht bis zum nächsten Armuts- und Reichtumsbericht warten, Matthias Zimmer, weil wir sind da als grüne Fraktion schon aktiv geworden. Ist ja bekannt, wir haben einen anderen Indikatoren-Set vorgeschlagen, damals in der Enquete-Kommission, und wir werden nächstes Jahr, wenn der Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt wird, einen alternativen grünen Jahreswohlstandsbericht vorlegen, in dem halt die vielfältigen Dimensionen von Wohlstand, ökologisch, ökonomisch und so weiter vorgelegt werden. Also da hast du dann schon mal das, was du gerade von der Bundesregierung eingefordert hast, von uns Grünen vorgelegt. Ja, das sind schon an ein unabhängiges Institut vergeben worden, an zwei Wissenschaftler, die auch bei der Enquete-Kommission angedockt waren. Aber das ist ja jetzt nicht das Hauptthema. Aber wenn es schon mal so grundsätzlich geworden ist und wir über Wohlstand und Armut reden, will ich noch mal John Rawls hier reinbringen, der gesagt hat, Wohlstand bemisst sich daran, was die, die am schwächsten sind, haben. Und er hat dafür plädiert, dieses Minimax-Prinzip, dass die, die am wenigsten haben, dass die am meisten haben sollen. Er hat auch dafür plädiert, dass das nicht unbedingt Gleichheit bedeutet, weil sozusagen durch Ungleichheit alle angehoben werden können, ganz in dem Sinne, wie das eben beschrieben worden ist. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und für uns Grüne bedeutet das, dass wir vor allen Dingen die Freiheit derjenigen, die am wenigsten frei sind, steigern wollen. Und das heißt für uns zum Beispiel eine andere Grundsicherung, die die Menschen tatsächlich zu Freiheit befähigt. Aber nun vielleicht dann doch zu dem Antrag nochmal. Weil wir haben jetzt über vieles geredet, über viele Zahlen zum Beispiel. Die haben wir nur deswegen hier so gut diskutieren können und auch als objektive Gegebenheit, weil es diese Armuts- und Reichtumsberichterstattung gäbe, die wirklich eine Errungenschaft der rot-grünen Koalition seinerzeit war. Und in der Tat ist es wichtig, dass die Bundesregierung sagt, wie der Stand zu Armut in Deutschland ist, weil sie politisch verantwortlich ist. Und auch die Bundesregierung muss Vorschläge machen, wie man Armut bekämpft, und nicht eine unabhängige Kommission. Es ist einfach zu einfach zu sagen, wir geben das in eine Kommission, da sitzen Wissenschaftler und die geben uns dann eine objektive Lösung raus und die können wir dann machen. So funktioniert weder Wissenschaft und so funktioniert auch Politik nicht. Und ich beobachte das ja schon länger. Bei den ersten drei Armutsberichten war ich noch im Gutachtergremium. Bei den letzten beiden Armuts- und Reichtumsberichten habe ich das hier aus dem Parlament verfolgt. Und ich muss sagen, das Verfahren hat sich bewährt. Auch wenn es bei den letzten beiden Armuts- und Reichtumsberichten immer wieder den Versuch gab von der Bundesregierung, auf der einen Seite Olaf Scholz, beim vorletzten Armuts- und Reichtumsbericht und beim letzten Philipp Rösler. Aber es gab darüber dann eine offene politische Debatte hier im Parlament. Und das war gut so. Und deswegen ist der Vorschlag, den die Linken da machen, abzulehnen. Ich will noch einen Punkt machen, zwei Punkte, die ich mir wünschen würde für den nächsten Armuts- und Reichtumsbericht. Das eine ist, es hat sich sehr weit bewährt und es ist tatsächlich bei diesem Mal besser als beim letzten Mal gelaufen. Aber wer nicht eingebunden war, sind wir als Parlament. Das, finde ich, ist noch ein Manko. Ich finde, wir sollten zusehen, dass wir am Anfang der Legislaturperiode, nicht jetzt, wo wir schon in der Mitte sind, sondern am Anfang eine Debatte führen, was denn der Armuts- und Reichtumsbericht leisten soll und einen Auftrag an die Bundesregierung geben. Das wäre meines Erachtens eine wünschenswerte Weiterentwicklung des Konzepts, wie wir das haben. Und ein zweiter Punkt, den ich noch sagen möchte, ist, letzte Woche gab es den Gipfel zu den SDGs, Social Development Goals. Der Unterschied zu den MDGs ist, dass auch wir diese Ziele erfüllen müssen. Und ein Unterziel bei den Armutszielen ist, dass bis 2030 die Armut in Deutschland halbiert, also in den Ländern halbiert werden soll, und zwar nach nationalen Definitionen. Dafür würde ich mir wünschen, dass es dazu ein Konzept und Vorschläge der Bundesregierung gibt, um tatsächlich die Armut bei uns zu halbieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Matthäus Strebel, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.